KESB, Kritik ist unerwünscht, ein Zeugenbericht. Angie Stones hat ein Buch über ihr bewegtes Leben und die Erlebnisse ihrer Familie mit der KESB, der Schweizer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Zug, geschrieben. Als Autorin ist sie nun daran, mittels Lesungen ihr Buch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nach Abklärungen erhielt sie vom Leiter der Bibliothek KAM die Zusage, dass sie am 6. September 2018 ihr Werk vorstellen könne. Sie startete die Werbung für die Veranstaltung und vor der Gemeindebibliothek wurde mit einem Plakatständer ebenfalls auf die Lesung aufmerksam gemacht. Am 22. August 2018, ein Tag vor dem vereinbarten Probetermin, erhielt sie vom Leiter der Bibliothek eine unerklärliche Absage. Darüber äußerte sie sich folgendermaßen: Ich bin mir durchaus bewusst, dass sich mein Buch kritisch mit der Arbeit der KESB auseinandersetzt und nicht alle Freude daran haben. Aber genau eine solche Auseinandersetzung macht den Kern einer Demokratie aus. Oder habe ich das falsch verstanden? Als Ergänzung und Abschluss dieses Zeugenberichts hier ein Hinweis an die Schweizer Stimmberechtigten. Sollten Sie auch der Meinung sein, dass die KESB zu viel Macht besitzt, dann unterschreiben Sie die Eidgenössische Volksinitiative Eigenständiges Handeln in Familien und Unternehmen, auch Kindes- und Erwachsenenschutzinitiative genannt. Unterschriftenbogen können unter folgendem Link ausgedruckt werden: www.kesb-initiative.ch. KESB-Terror. Brauche ich einen Vorsorgeauftrag? Allein in Deutschland werden jährlich vom Jugendamt etwa 40.000 Kinder ihren Eltern entrissen. Sehr viele von ihnen ohne jede Vorankündigung, unter großen Polizeiaufgeboten, ohne richterliche Beschlüsse, mit brutaler Gewalt, ohne große Erklärungen und zu guter Letzt ohne Einspruchsmöglichkeiten vor irgendeiner höheren Instanz, wie schon etliche renommierte Zeugen recherchiert und es selbst große Fernsehanstalten berichtet haben. Zum Schrecken der Bevölkerung gibt es keine übergeordnete Behörde über diesen des Kinderhandels beschuldigten Neubehörden, die ohne Wahl oder geheißt durch das Volk plötzlich überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Und die Stimmen zahllos betroffener Ehepaare vereinen sich zu dem lauten Schrei: Das alles geschieht völlig zu Unrecht. Was haben wir denn getan? Was haben wir verbrochen? Was sich wie ein Gruselroman oder schlechter Science-Fiction anhört, ist in Deutschland längst erschreckender Alltag für jährlich Zehntausende geworden. Für die meisten der abgeschleppten Kinder gibt es kein Zurück. Für deren Eltern kaum Besuchsrechte oder überhaupt irgendwelche Rechte. Nur obendrein noch teuer bezahlen müssen sie das, was sie als unfassbaren Kinderraub bezeichnen. Genau dasselbe Schicksal scheint nun auch die Schweizer Bevölkerung ereilt zu haben. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass in der Schweiz nicht allein die Kinder, sondern auch die Erwachsenen von solch einem unfassbaren Seelenhandel betroffen sind. Menschen, die aus Alters-, Krankheits- oder Unfallgründen in irgendeiner Weise handlungsunfähig werden, werden wider Willen der eigenen Ehepaare, Kinder oder sonstigen Verwandten einfach abgeschleppt und in teure sogenannte Schutzeinrichtungen gesteckt. Das Ganze unter dem Namen neuer, wie aus dem Nichts aufgetauchter sogenannter Schutzbehörden. Der Name dieser wie Todesschwadronen gefürchteten Schutzeinrichtung: KESB. KESB steht für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Doch schützt sie Kinder und Erwachsene wirklich? Hier die Schlagzeilen, wie die KESB von Tausenden erlebt wird. Die KESB terrorisiert mich. Weil ihr Kind einige Male zu spät in der Schule war, droht die KESB einer Mutter mit Obhutsentzug. Dass es gute Gründe für die Verspätung gab, interessiert die Behörde nicht. Zeugenstimmen wie diese lassen sich zahllos finden. Ein betroffener Zeuge sagt aus: Die in einem Verein organisierten Pflegeeltern kassierten allein für meine Tochter 67.000 Franken pro Jahr. Hochgerechnet auf die insgesamt 4 Pflegekinder, die die Pflegeeltern damals betreuten, ergaben sich pro Jahr mehr als 250.000 Franken Umsatz.
wobei Madame noch Teilzeit auswärts arbeiten gehen konnte, weil sich hauptsächlich der Pflegevater um die Kinder kümmerte. Geschockt fragen sich daher immer breitere Schichten der Schweizer Bevölkerung, woher kommt diese sogenannte Schutzbehörde? Denn das Schweizer Stimmvolk kann sich an kein Mandat ihrerseits erinnern. Kein Stimmvolk hat diese Menschen so bevollmächtigt. Die KESB wurde in kürzester Zeit zur wohl unbeliebtesten, um nicht zu sagen verhasstesten Behörde der Schweiz. Warum aber bezeugen so viele, dass die KESB sich wie ein hungriges Raubtier gebärdet? Woher nimmt sie ihre angewandte Vollmacht? Warum gibt es keine Schutzbehörde, die man wirksam gegen diese sogenannte Schutzbehörde in Stellung bringen kann? Denn wer solches versuchte, scheiterte in aller Regel kläglich. So dringen Schreie wie nachfolgende immer lauter durch das Schweizer Volk. Diese vom Steuerzahler finanzierte Behörde muss sofort abgeschafft werden. Sie hat genug Leid gebracht. Jetzt ist genug. Es kann nicht sein, dass nach den Verdingtkindern die KESB-Kinder kommen. Diese Behörde hat in ihrer kurzen Zeit genug Leid angerichtet, ist mutmaßlich mitverantwortlich für den mehrfachen Tod von Kindern. Diese Behörde gehört abgeschafft und zurück zum Dorfmodell. Und in etwa um Folgendes ging es schon bei den Verdingtkindern, nur dass dieser Seelenhandel heute weit mehr Geld als damals einspielt. Denn wie man aus der KESB-Chronik entnehmen kann, bezahlen wir heute nicht allein für Kinder, sondern auch noch für die Erwachsenen. Vielleicht ist der Vergleich mit den Verdingtkindern sogar der trefflichste. Selbst die größte Volkspartei der Schweiz, die SVP, spricht ihr volles Entsetzen gegen die KESB-Praktiken laut aus. Klagemauer TV veröffentlicht abschließend einen Beitrag aus der bürgerlichen Zeitung Schweizer Zeit der SVP zu diesem Thema. Es ist eine Vorlage, wie der gewöhnliche Schweizer sich vor der KESB schriftlich absichern kann. Denn wer es nicht tut, kann laut SVP leicht zu deren Beute werden. Sie wollen vorsorgen und haben deshalb ein Testament geschrieben? Das reicht nicht. Um im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit zu verhindern, dass die KESB über Sie oder Ihre Kinder bestimmt, benötigen Sie einen Vorsorgeauftrag. Die bürgerliche Zeitung Schweizer Zeit zeigt Ihnen, wie es geht. Wir zeigen Ihnen, was Sie machen können, um sich vor der KESB zu schützen. Der nachfolgende Entwurf muss von Hand abgeschrieben, datiert und unterzeichnet werden. Vorsorgeauftrag. Bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit soll mich folgende Person in den unten bezeichneten Angelegenheiten als Vorsorgebeauftragter vertreten. Als Ersatzvorsorgebeauftragte soll mich folgende Person vertreten. Aufgaben. Personensorge mit Vertretung bei medizinischen Maßnahmen. Vermögenssorge, Vertretung im Rechtsverkehr. Insbesondere Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen Maßnahmen und Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Rechte zur Sicherung der optimalen Behandlung und Pflege. Sicherstellung eines geordneten Alltags und nach Möglichkeit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wahrung meiner finanziellen Interessen
Verwaltung meines gesamten Vermögens, Verfügung darüber und Treffen sämtlicher damit zusammenhängenden Maßnahmen. Sämtliche zur Erfüllung des Auftrages notwendigen Prozesshandlungen, Vertragshandlungen sowie Anträge und Verhandlungen. Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundeigentum und Veranlassung der entsprechenden Einschreibung im Grundbuch. Die Beauftragte darf keine Vermögenswerte des Auftraggebers unentgeltlich veräußern, mit Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken und Trinkgeldern oder Zuwendungen zur Erfüllung einer sittlichen Pflicht. Der Beauftragte soll ebenfalls als Wunschbeistand für mein Kind, meine Kinder eingesetzt werden, soll das elterliche Sorgerecht ausüben können. Die Beauftragte ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrags Substituten und Hilfspersonen beizuziehen. Stellen Sie sicher, dass der Vorsorgeauftrag gefunden wird, wenn Sie zum Beispiel verunfallen. Der Vorsorgeauftrag gilt nicht im Fall Ihres Todes. Falls Sie noch kein Testament geschrieben haben, sollten Sie dies unbedingt tun.